Das heißt, jeder ist wichtig, um etwas nach vorne zu bringen. Wenn es die Moschee nicht gäbe, dann könnte ich mich da drüben an die Tankstelle stellen und könnte dann was mit dem Tankwart über Islam reden. Aber hier haben wir die Möglichkeit, einen Ort zu haben, wo man Unterrichte macht, wo man Veranstaltungen macht, wo man vielleicht jeden Monat Leute einlädt in die Moschee. Auch Nicht-Muslime. Und hier seid ihr gefragt. Hier soll sich jeder fragen. Ich habe gefragt, was hast du für die Dawa getan? Wer hat heute versucht, seinen Nachbarn mit in die Moschee zu bringen? Wer hat heute versucht, einen Muslim, der nicht betet, mit in die Moschee zu bringen? Wer hat heute versucht, die ganze Stadt einzuladen? Das ist das Ziel. Wisst ihr was? Manchmal, wenn ich eingeladen werde an einen Ort, wisst ihr, was ich dann sage? Ich sage, oder wir sagen vielmehr, warum wollt ihr, dass wir kommen? Was ist euer Ziel? Warum wollt ihr, dass wir kommen? Als Pausenclown oder wie? Mal einen Witz machen oder wie? Warum wollt ihr, dass wir kommen? Wollt ihr so ein bisschen Show machen? Oder? Das ist oft, was ich frage. Warum wollt ihr, dass wir kommen? Wisst ihr, was die Antwort meistens ist? Traurigerweise. Die haben keine richtige Antwort. Die sagen, ja, Dawa machen, Dawa. Dann sage ich denen, ja, okay, Dawa machen ist klar. Aber was versprichst du dir darunter, wenn ich komme? Wisst ihr warum? Weil bei den meisten ist das wie eine geschlossene Gesellschaft. Kennt ihr geschlossene Gesellschaft? In der Kneipe, ja? Da gibt es geschlossene Gesellschaft. Da ist da so ein Schild. Heute nur für den Kegelclub so und so, ja? Für die ist das geschlossene Gesellschaft. Du kommst in die Moschee, die sagen keinem Menschen Bescheid. Am Tag vom Juma sagen sie, ach ja, und morgen gibt es einen Vortrag von Abu Hamza. Ja, wer soll denn da kommen? Ohne Werbung kommt keiner. Man muss Werbung machen, Flyer verteilen. Den Leuten Bescheid sagen, 4 Wochen vorher schon. Aber das ist das Problem, weil die Leute das gar nicht interessiert, ob einer mehr oder weniger kommt. Weil ich ein Pausenclown bin, bei vielen Leuten. Pausenclown. Das ist das. Aber wenn man sich richtig dafür interessiert, dass die Leute rechtgeleitet werden, dann bringt man die mit. Wir haben einen heute hier, der hat gestern den Islam angenommen, Alhamdulillah. Er ist heute wieder hier. Der will morgen nach Deutschland fahren. Der will morgen nach Deutschland fahren, der ist heute extra noch einen Tag länger hier geblieben. Einen haben wir hier. Dann haben wir noch jemanden hier, den Islam angenommen hat. Unser Ziel muss es sein, das ganze Land hier zum Islam einzuladen. Das muss unser Ziel sein. Aber wie? Indem man auf die Menschen zugeht. Viele Leute haben Angst vor dem Islam. Warum? Weil sie den Islam gar nicht kennen. Aber wie wollen die den kennenlernen, wenn wir uns verstecken? Es gibt nichts zu verstecken. Der Islam ist die Wahrheit. Und alles, was dem Islam widerspricht, ist falsch. Punkt. Ob das einem gefällt oder nicht. Uns gefällt das. Und das muss man verinnerlichen. Ich habe gestern eine Frage bekommen, oder einige Fragen bekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es so viele Menschen gibt, die den Islam nicht kennen. Und nicht wirklich kennen. Und Muslime sind. Deswegen muss man mit dem Wissen anfangen. Für alle Brüder, die heute hier sind, weil ich bin heute nicht hier hingekommen, um einen Vortrag zu machen und dann wieder durch diese Tür da zu gehen oder durch diese Tür und es verändert sich nichts. Sondern ich habe in mir, inshallah, ein Feuer. Und ich möchte, dass dieser Funken überspringt und dass es weitergeht. Mit euch, mit jedem Einzelnen, der hier sitzt. Denn jeder Einzelne ist verantwortlich für diese Religion. Jeder soll sich fragen, wie kann er seine ganze Umgebung warnen vor der Hölle. Jeder soll sich das fragen. Frag dich selber, was hast du bisher dafür getan? Hast du deinem Nachbarn Bescheid gesagt? Nehme dir Flyer und schmeiße sie in den Briefkasten, meinetwegen. Nimm dir DVD und schenk sie deinen Arbeitskollegen. Wir haben diese Möglichkeiten heute. Du musst nicht mehr unbedingt mit ihm reden. Aber du gibst ihm die Botschaft. Der Prophet, a.s.w., hat er mit jedem geredet, mit dem er Dawa gemacht hat? Nein, hat er nicht. Er hat manchen Leuten Briefe geschrieben. Wir haben für jede Person in dieser Stadt in Linz einen persönlichen Brief. Einen Flyer, wo etwas über den Islam steht. Und Brüder und Schwestern, wir haben schon erlebt, dass Leute durch solche Dinge zum Islam gekommen sind. Einmal ein 43-jähriger Mann bei einem Vortrag. Steht auf, hat seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, eines Tages habe ich meinen Briefkasten geöffnet, da war ein Flyer drin, ich bin auf die Internetseite gegangen, habe mir die Videos angeguckt, bin zum Islam konvertiert. Dann fängt ein türkisches Mädchen an zu weinen, weil sie wusste, dass die diejenige war, die ihm den Flyer gegeben hat.
Das heißt, inshallah, wenn er da auf dieser Religion bleibt, hat sie einen Menschen von der Hölle gerettet. Und jede gute Tat, die er macht, geht auch auf ihr Konto. لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلٌ وَحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسٍ. Dass Allah einen Menschen durch dich recht leitet, ist besser als alles, worüber die Sonne aufgeht. Als die ganze Welt. Ein Mensch. Du verteilst vielleicht 10.000 Flyer, vielleicht 10, nimm 20 Mal den Islam an. Und wenn nicht, dann kannst du zumindest sagen am jüngsten Tag, inshallah, Rabbi inni da'utu qawmi layla wa nahara. Allah, ich habe mein Volk bei Tag und in der Nacht gewarnt. Das muss unser Ziel sein, dass wir den Menschen die Botschaft überbringen. Ich will noch eine Sache sagen, die sehr wichtig ist für jeden, der heute hier ist. Ich bin mir sicher, dass es einige Leute gibt, die 5 täglichen Gebete nicht beten. Und ich bin heute nicht als Richter hier hingekommen, sondern ich bin als jemand hier hingekommen, der, wie gesagt, einen Funken hinterlassen will. Der bei euch zu einem Feuer wird, dass man für diese Religion brennt. Ich meine, brennen im Sinne von aktiv wird. Und das fängt an bei dir persönlich mit dem Gebet. Das fängt an bei dir persönlich mit dem Gebet. Wenn du nicht betest 5 am Tag, geh heute nicht aus dieser Tür raus, ohne dir vorzunehmen, 5 Gebete am Tag zu verrichten. Denn ich sage dir eins, die erste Antwort, die diejenigen, die in die Hölle gehen am jüngsten Tag, vorbringen, warum sie in die Hölle gebracht werden, ist was? Lam nakum minal musallin. Wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Das ist die erste Antwort derjenigen, die in die Hölle gehen. Willst du am jüngsten Tag auch sagen, Lam nakum minal musallin, ich gehörte nicht zu den Betenden? Der Prophet a.s. sagt, Baina rajuli wa baina shirki wa kufri tarku salah. Zwischen dem Mann und zwischen Schirk und Kuffer und liegt die Unterlassung des Gebets. Das heißt, wenn man das Gebet nicht praktiziert, wie will man der Hölle entkommen? Allah sagt im Koran über die Mushrikun, über die Götzendiener, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauber machen und das Gebet verrichten, ja, und die Zakat geben, dann, das heißt danach, sind sie Brüder in eurem Glauben. Vorher nicht. Das heißt, du musst anfangen zu beten, ansonsten bist du so gut wie verloren. Und wenn du das Gebet, und ich stelle hier jedem eine Frage, vor allen Dingen, die nicht beten. Ich stelle jedem eine Frage, vor allen Dingen die Leute, die nicht beten. Stell dir vor, jemand würde dir sagen, wenn du 5 am Tag 10 Minuten arbeitest, kriegst du monatlich 5.000 Euro. Würde irgendjemand diese Arbeit lassen? Würde sagen, hier habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu anstrengend. Vor heute gibt es einige Leute, die sagen, das Gebet ist mir zu anstrengend. 5 am Tag 10 Minuten. Wenn ich dir sagen würde, da kriegst du 5.000 Euro für, ich glaube nicht, dass es hier irgendjemand gibt, der sagt, diese Arbeit würde ich nicht annehmen. 5 am Tag 10 Minuten. Du kannst die Arbeit sogar von zu Hause machen. Hier zumindest in diesem Land. Das heißt, jeder würde die Arbeit abnehmen. Was wäre, wenn ich sagen würde, bete 5 am Tag, mache 5 am Tag, arbeite 10 Minuten zu Hause bei dir und du kriegst 100.000 Euro im Monat. Würde irgendjemand die Arbeit ausschlagen? Wahrscheinlich keiner. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Der allmächtige Gott hat dir was Besseres versprochen als 100.000 Euro im Monat oder 1 Milliarde Euro im Monat. Was hat er dir versprochen? Das Paradies, wenn du betest. Er sagt, خَمْسُ سَلَوَاتٍ كَتَّبَهُنَا اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَلَيْلَى. 5 Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَا كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. Wer daran festhält, der hat einen Vertrag mit Allah, dass er ihn in das Paradies hineinführt. Willst du ins Paradies? Bete 5 am Tag. Willst du in die Hölle? Dann lass es sein. Dann wirst du in die Hölle.